Hallo zusammen. Wusstet ihr eigentlich, dass das iPhone unter iOS 7 euch auch Text vorlesen kann? China hat die USA überholt und ist nun größter Importeur von Erdöl aus dem Nahen Osten. Das verändert die geostrategische Rolle der Volksrepublik radikal. Die Regierung in Peking wird Verantwortung als Weltmacht übernehmen müssen. Eine wirklich tolle Funktionalität mit eine wirklich gute Sprachausgabe. Wie funktioniert das Ganze? Eigentlich relativ einfach. Ihr geht einmal in die Einstellungen rein und geht unter dem Punkt Allgemein in die Bedienungshilfen. Hier könnt ihr den Punkt Auswahl Vorlesen anschauen. Wenn ihr diesen Punkt einschaltet, könnt ihr euch zunächst einmal verschiedene Stimmen aussuchen. Und auch die Lesegeschwindigkeit. Mit Auswahl vorlesen wird der ausgewählte Inhalt vorgelesen. 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 Das Ganze funktioniert nur im Browser oder bei nativem Text. Nativer Text sind Sachen, die ihr entweder selber geschrieben habt oder die ihr geschrieben bekommen habt, wie zum Beispiel bei iMessage, bei SMS-Nachrichten, bei WhatsApp oder Notizen. Funktioniert nicht, wenn ihr zum Beispiel die Spiegel Online-App aufruft, weil das eine einzelne App ist. Deswegen könntet ihr natürlich zum Beispiel auf Safari gehen, eine Website aufrufen. Bei mir ist das hier Spiegel Online. Markiert den Text, den ihr haben wollt und klickt hier einmal auf Sprechen. China hat die USA überholt und ist nun größter Importeur von Erdöl aus dem Nahen Osten. Eine wirklich tolle Funktionalität erinnert mich an Fernsehberichte bzw. an die Tagesschau. So hat man das Ganze auf seinem Handy. Tolle Funktionalität, finde ich super. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Tschüss.